Hallo und herzlich willkommen zu meinem Vortrag Gründe für und gegen Linux. In diesem Vortrag möchte ich euch die Argumente bringen, die meiner Ansicht nach am meisten für Linux sprechen, aber dann auch auf der anderen Seite die gegen die Nutzung von Linux sprechen, wo man sich vielleicht nochmal Gedanken machen muss, ob das wirklich für einen das richtige Betriebssystem ist und was wir vielleicht für Hürden noch aktuell unter Linux haben. Ja, vielleicht nochmal ganz kurz ein, zwei Worte zu mir. Mein Name ist Jean-Frédéric Vogelbacher. Ich studiere gerade Informatik an der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg, bin da aktuell im Masterstudium und werde das wahrscheinlich nächstes Jahr dann erfolgreich hoffentlich abschließen. Ja, man kennt mich unter anderem durch den YouTube-Kanal Linux Guides, den betreibe ich mittlerweile seit 2015 und habe über 40.000 Abonnenten, haben wir letztens geknackt, richtig schön, und dort veröffentliche ich eigentlich fast wöchentlich Tutorials, News-Videos, Livestreams rund um Linux und Open Source. Das heißt eigentlich eine relativ schöne Anlaufstelle für Einsteiger, aber auch für fortgeschrittenere Leute, die das vielleicht noch nicht kennen sollten. Genau, unter anderem bin ich tatsächlich auch der Organisator der Tux-Tage hier, auf der wir gerade hier den Vortrag haben. Ich würde sagen, das wäre es eigentlich erstens weit zu mir, und kommen wir zu unserem ersten Punkt, der meiner Ansicht nach der allerstärkste ist, warum man Linux nutzen sollte. Und zwar ist es der Punkt der Freiheit. Ja, man hat die Freiheit, sein System genauso zu nutzen, wie man das eben für richtig hält, wie man das möchte. Man kann es in der Regel immer genauso anpassen, wie man es möchte. Es gibt keinen, der Vorgaben macht. Es gibt keine Einstellung, ja, wie viele Daten sollen an, ich sag mal, den Server geschickt werden, nur wenige oder alle. Sowas gibt es unter Linux quasi nicht. Und das ist tatsächlich eigentlich meiner Ansicht nach der größte Punkt von Linux. Man kann sein System genauso einrichten, wie man es möchte. Es sagt keinem einer, ja, was ich mit meinem Betriebssystem tun muss oder was ich nicht machen darf. Und das ist tatsächlich meiner Ansicht nach eines der größten Privilege von Linux und der Software dahinter. Und deswegen bin ich ganz ehrlich, nutze ich es, glaube ich, auch zu einem großen Teil. Ich kann einfach genau das machen, was ich möchte damit. Ja, kommen wir zu einem weiteren Punkt, der ist wahrscheinlich weiteren oder mehreren Leuten geläufig, und zwar ist das der Open Source Faktor. Das heißt, ich kann jede einzelne Zeile Code von Linux durchchecken und nachlesen, wenn ich möchte. Das schafft zum einen Transparenz und natürlich Vertrauen. Das heißt, ich habe das Vertrauen in die Software, dass sie wirklich nur genau das macht, was sie soll, und vielleicht auch, ja, manchmal mit genau den Problemen, die sie vielleicht manchmal hat, denn auch unter Linux ist natürlich nicht alles Gold, was glänzt, aber tatsächlich haben wir hier in gewisser Weise ein viel, viel höheres Vertrauen im Gegensatz zu irgendeiner Firma, die jetzt hier eventuell dann noch was anderes mitmacht. Nicht nur dieser Faktor, sondern auch tatsächlich, das ist dann eigentlich nochmal ein weit gegriffener Faktor, das ist, geht über das Open Source hinaus, das ist die Definition freier Software, das heißt, die ist zum einen Open Source und sie bleibt auch immer Open Source, und ich kann den Code nehmen, verändern und auch wieder veröffentlichen. Das ist das Prinzip von dieser freien Software, jetzt mal ganz, ganz grob runtergebrochen. Das heißt, falls eine Firma, die bis jetzt diesen Code weiterentwickelt hat, pleite geht beispielsweise, dann kann ich selber hergehen, mir den Code schnappen und dann das selber weiterentwickeln. Oder wenn mir irgendwann mal eine Änderung nicht gefällt, kann ich mir trotzdem den Code schnappen, eine eigene Änderung hinzufügen, das nochmal neu so veröffentlichen, und das würde auch gehen. Oder auch nur selber so für mich privat nutzen. Das ist meiner Ansicht nach der ganz, ganz, ganz große Vorteil, und in den spielt tatsächlich eigentlich die Freiheit wieder mit rein, sage ich mal. Also das ist meiner Ansicht nach der Grundpfeiler, der Linux überhaupt erstmal zu dem gemacht hat, wie wir es jetzt gerade hier sehen. Und tatsächlich, Linux gibt es nicht nur in unserem ganz normalen Desktop-Bereich, sage ich mal, für unseren Endanwender, sondern tatsächlich vor allen Dingen auch im Server-Bereich ist das ganz, ganz groß drin. Was haben wir sonst noch? Ja, Server, Autos, auf dem Mars war Linux natürlich auch schon, die NASA nutzt es relativ stark auch, ganz einfach, weil man halt eben sich das genauso anpassen kann, wie man möchte, ist eine relativ starke Basis. Eigentlich hat jeder von euch irgendein Linux-Gerät zu Hause, würde ich sagen, sei es auch beispielsweise nur der Drucker, also da gibt es echt einiges. Ja, weiter geht es mit dem
Datenschutz. Das ist vielleicht auch ein ganz, ganz großer, wichtiger Punkt. Das ist, resultiert jetzt nicht aus irgendwelchen Grundsätzen, sondern ist einfach von vielen Betriebssystemen schon so vorausgesetzt, weil die das sich halt eben so entschieden haben. Und das bezeichnet halt eben, gut, okay, es werden wirklich keine Daten irgendwo hingesendet. Euer Rechner bleibt wirklich. Ja, euer, sage ich mal, die Daten bleiben nur bei euch. Und das wurde jetzt, glaube ich, auch von Microsoft im neuen Servicevertrag nochmal in gewisser Weise aufgeweicht, dass Daten auch, dass die für eigene Zwecke auch teilweise verwenden, meine ich. Und sie haben es auch nicht ausgeschlossen, dass sie das nicht für die Training, zum Training von KI und so weiter verwenden. Also von daher, ja, ich persönlich habe da meine Schwierigkeiten, meine persönlichen Daten auf einem Windows-Rechner liegen zu lassen. Bin ich ehrlich, aber gut, das ist vielleicht auch nur eine Besonderheit von mir. Aber generell können wir sagen, es gibt in der Regel unter Linux erstmal keine Partei, wenn es so erstmal installiert, die irgendwie irgendwelche persönlichen Daten oder überhaupt irgendwelche Dokumente oder Dateien abgreift. Es gibt das Einzige, was man hat, optional beispielsweise bei Debian oder auch Ubuntu, die Möglichkeit, dass man da Statistiken hinsendet, was man für Software installiert hat und was man für einen Rechner hat. Das hilft einfach dem Projekt, ich sag mal, das besser einschätzen zu können, was die Nutzer eigentlich mit dem System machen und genau, worauf man vielleicht nochmal ein bisschen mehr Arbeit drauflegen sollte. Das ist aber komplett optional und kann man, bei Ubuntu muss man es ausschalten, also wird man direkt am Anfang gefragt und man kann es ausschalten. Bei Debian muss man es explizit einschalten, dass es überhaupt getrackt wird. Also das ist vollkommen okay, meiner Ansicht nach. Und Linux Mint beispielsweise macht das gar nicht. Das sind jetzt alles verschiedene Linux-Arten. Kann ich euch vielleicht nochmal gleich etwas mehr darüber erzählen. Also von daher ist man vom Datenschutz auch wirklich ziemlich gut aufgestellt unter Linux so erstmal. Aber man muss ganz klar sagen, Linux selber schützt nicht immer unbedingt vor Datenklau. Das heißt, wenn ihr bestimmte Programme auf eurem Rechner installiert, denen ihr nicht vertraut, dann kann das natürlich ganz schnell wieder in die andere Richtung gehen und die Programme könnten das abgreifen. Da gibt es verschiedene Konzepte auch unter Linux, beispielsweise Snap oder Flatpak. Das sind sogenannte neue Formate für Programme. Die haben auch nochmal gewisse Sicherheitsschichten drin. Aber ja, Linux kann natürlich nicht eine Anwendung verbieten, irgendwas ganz Spezielles zu machen oder irgendwas ganz Spezielles zu senden. Das funktioniert technisch einfach nicht. Man kann dann halt jeweils nur die Berechtigungen freischalten oder nicht. Das geht unter Flatpak beispielsweise ganz gut und ist eigentlich in der Regel auch nur so groß aufgestellt oder die Flatpaks sind in der Regel nur so, ich sag mal, von den Berechtigungen konfiguriert, dass es Sinn macht. Ist vielleicht nochmal ein ganz, ganz eigenes Thema, werden wir auch nochmal gleich im Vortrag des Einstiegs über Linux nochmal genauer besprechen. Ja, dann haben wir einmal die Sicherheit von Linux. Meiner Ansicht nach auch ein ganz, ganz großer Punkt von Linux, den auch viele, ich sag mal, erstmal ja gar nicht so... gar nicht so sehen, beziehungsweise ja, es wird nicht immer, ich sag mal, direkt an erster Stelle gesehen. Meiner Ansicht nach auch nochmal ein wichtiger Punkt. Linux ist vor allen Dingen durch seine Robustheit, vor allen Dingen im Serverbereich und so weiter, meiner Ansicht nach das sicherste Betriebssystem, was wir draußen haben, in Form von, ich sag mal, jetzt im, als Endnutzer, sage ich mal. Also bei einem Mac-System oder bei Windows haben wir das Ganze so, dass der Code nicht öffentlich ist und auch nur die Sicherheitslücken öffentlich gemacht werden, die wahrscheinlich auch irgendwie nochmal große Relevanz haben. Im Linux-Bereich haben wir es anders. Da haben ganz, ganz viele Augen, die diesen Code immer anschauen können und da wird natürlich immer mal wieder dann doch noch was gefunden, aber meiner Ansicht nach ist das dort auf jeden Fall doch etwas mehr oder doch etwas sicherer oder gehärteter, sage ich mal, dadurch, weil einfach viel, viel, viel Menschen drauf schauen können und versuchen vielleicht eventuell nochmal Lücken zu finden, um das System nochmal zu schließen, als jetzt beispielsweise bei Microsoft oder Apple, wo das vielleicht nur eine Abteilung macht und schon schaut, ja gut, okay, da kommt man jetzt erstmal nicht rein, dann ist es erstmal nicht so wild in Anführungszeichen, ne? Und will ich jetzt nichts unterstellen, weiß ich auch nichts, bin ich ehrlich, aber ich habe ganz, ganz groß auf jeden Fall den Gedanken, dass tatsächlich vor allen Dingen der Kernel, der Kern von Linux
sehr, sehr sicher ist, zumal auch riesige Firmen darauf setzen. Google ist ein ganz, ganz großer Unterstützer von Linux mittlerweile. Firefox, nicht Firefox, sondern Microsoft tatsächlich auch. Die sind, ich meine, auch Sponsor des Linux-Kernels. Die nutzen auch ganz viel Linux in ihrer Azure Cloud beispielsweise, dann im Cloud-Server-Bereich. Von daher haben wir da wirklich einen sehr, sehr, sehr sicheren Kern. Dann können tatsächlich erstmal so auf den Server oder auf den ganz normalen Rechner, meine ich, jetzt auch erstmal keine großen Gefahren von außen drauf. Kommt natürlich immer drauf an, was man sich nach innen holt oder was man sich drauf holt an Software. Das ist so ähnlich wie bei Windows beispielsweise. Was wir da aber als noch großen Vorteil haben, ist, dass Linux einfach nicht im Visier der Hacker ist, weil in der Regel die Leute, die Linux nutzen, meistens ein bisschen technisch affiner sind, beziehungsweise technisch wenigstens ein bisschen mehr Ahnung haben vielleicht, wodurch sie einfach die Chance eines erfolgreichen Angriffs, geringer bewerten, und vor allen Dingen erreichen sie damit natürlich viel, viel weniger, wie wenn sie ein Virus oder eine spezielle Software für Windows bauen und das da erstmal in den Mann bringen. Also von daher sind Linux-Nutzer auch gar nicht im Visier von Hackern. Außer natürlich, du bist jetzt ein sehr gesuchter Mann von irgend oder Frau oder was auch immer. Keine Ahnung, du wirst verfolgt oder sowas, dann speziell du sozusagen, dann muss man da auch nochmal andere Geschütze auffahren. Aber ansonsten so von dieser breiten Masse bist du eigentlich auch erstmal weg, was tatsächlich auch ziemlich schön ist. Und ich muss sagen, ich habe in den ganzen, ich gebe auch mittlerweile Support, ich habe in den gesamten Jahren, kann man schon sagen, ich meine, keinen einzigen ernsthaften Fall von irgendeinem Virus, von irgendeiner Virusbeseitigung oder sowas gehabt. Was häufiger mal aufkam, auch in meinem Umfeld, ist, dass jemand ein Windows-Virus versucht hat auszuführen auf Linux, der ist dann ins Leere gelaufen. Das hatte ich schon ein paar Mal, was ich gehört habe, aber dass ein Linux-System wirklich infiziert war, Hunderten, wahrscheinlich schon fast Tausenden Rechnern, die ich mittlerweile betreut habe, irgendwann mal, ist mir nie etwas untergekommen, derartig. Das ist tatsächlich sehr stark. Ne? Das Schlimmste, was untergekommen ist, dass das Passwort gehackt worden ist, dass jemand einfach durchs Passwort rein ist. Das ist, ich sag mal, meiner Ansicht nach auch heutzutage die viel, viel größere Hürde oder das viel, viel größere Risiko, anstatt dass wirklich das System an sich gekapert wird. Ja, dann haben wir auch noch mal einen letzten großen Vorteil, meiner Ansicht nach, und das ist die Ressourcenschonung. Man kann in der Regel ein Linux-Betriebssystem viel länger nutzen als ein Windows-Betriebssystem auf dem Rechner. Vor allen Dingen erfährt dieses Argument jetzt gerade noch mal eine richtig, richtig große Renaissance, wenn man nämlich jetzt auf den auf 2025 schauen. Dort wird nämlich Windows 10 abgelöst und Windows 11 muss man dann sozusagen nutzen, wenn man Windows nutzen möchte und Sicherheitsupdates erhalten möchte, was eigentlich jeder, ich sag mal, vernünftige Mensch tatsächlich will. Der müsste dann tatsächlich Windows 11 nutzen. Und das Problem ist, Windows 11 erfordert einen sogenannten TPM, ich meine 2.0-Chip, damit das richtig installiert werden kann. Und viele Rechner haben das noch gar nicht. Also werden wir auf einen, meiner Ansicht nach, auf ein riesen Desaster in Anführungszeichen zusteuern, dass super, super viele Rechner weggeworfen werden, wahrscheinlich, weil sie nicht mehr mit der aktuellsten Windows-Version laufen. Das ist sehr schade. Linux hat natürlich solche irrsinnigen Beschränkungen nicht. Das heißt, man kann ganz normal auch auf einem Rechner, der jetzt 2025 sozusagen ausläuft, dadurch, dass kein TPM-Chip eventuell mit installiert ist. Das sind viele Millionen Rechner auf der Welt, die gerade noch super laufen und die sowieso noch super funktionsfähig sind. Ich kenne auch viele in meinem Bekanntenkreis, die das Problem haben werden. Linux kann man da problemlos drauf installieren und dann noch viele, viele Jahre lang weiter nutzen. Abgesehen davon, dass tatsächlich der Ressourcenverbrauch auch während der Nutzung von Linux weitaus geringer ist, als es bei einem Windows-Betriebssystem. Wobei, bei einem Linux-Betriebssystem muss man auch immer mal ein bisschen drauf achten. Da gibt es auch manche Distributionen, die sind auch sehr ressourcenhungrig. Ist aber immer seltener der Fall, würde ich sagen, dass man solche riesigen Klopper in Anführungszeichen hat. Also wenn man jetzt ein ganz normales Ubuntu oder Linux Mint nutzt, ist man da eigentlich schon relativ gut aufgehoben, würde ich sagen.
Ja, es gibt natürlich noch leichtere Betriebssysteme von Linux. Das wäre dann beispielsweise Linux mit XFCE, Xubuntu beispielsweise oder wie heißt das andere, MX Linux und viele, viele andere. Werde ich auch nochmal viel dann auf meinem YouTube-Kanal am Ende des Jahres vorstellen. Da kann man dann tatsächlich Betriebssysteme nutzen, die genau für ältere Rechner geeignet sind, wo man nochmal weniger Ressourcen verbraucht. Das ist dann ungefähr ein Viertel vielleicht, was Windows 11 verbrauchen würde. Das ist eine ganz schöne Sache. Und ich würde sagen, wir legen direkt einfach mal los mit den Gründen, die vielleicht gegen Linux sprechen könnten und wo man sich vielleicht nochmal Gedanken machen müsste, ist das vielleicht das richtige Betriebssystem für mich? Ja, das wäre der erste Punkt einmal, die Benutzerfreundlichkeit bei der Treiberinstallation und der Hardware-Kompatibilität. Man muss sagen, generell, wenn man Linux installiert, ist man eigentlich schon, also es gibt nicht diese klassischen Treiber, wie wir sie von Windows kennen, weil nämlich fast alle Treiber schon im Linux-Kernel mit drin sind. Das heißt, man steckt ein Gerät ein und es funktioniert in der Regel sofort. Es müssen keine Treiber installiert werden im Hintergrund oder Treiber geladen werden. Das ist in der Regel direkt vom Linux-Kernel mit da. Das ist tatsächlich eine sehr, sehr coole Architektur, die wir da haben, aber sobald dieser Treiber nicht im Linux-Kernel drin sind, dann muss man ein bisschen Hand anlegen, beispielsweise bei Drucker-Treibern muss man da selber Hand anlegen, beziehungsweise ist das nochmal eine Schicht drüber, die geht nicht direkt über, über den Linux-Kernel, das kriegt man aber auch mittlerweile relativ gut hin, kommt aber hier auf den Hardware-Hersteller, beziehungsweise Drucker-Hersteller an. Manche haben es super toll integriert in Linux, beispielsweise HP-Geräte, in der Hinsicht funktionieren eigentlich immer out of the box, außer es ist ein ganz, ganz neuer HP-Drucker, kriegt man aber auch dann zum Laufen. Ja, wenn man das aber halt nicht hat, wenn man einen blöderen Hersteller hat, beispielsweise Samsung, macht da kein gutes Bild, sage ich mal, unter Linux, dann darf man da ein bisschen manuell Hand anlegen. Und das kann manchmal in sowas hier ausarten. Da muss man dann mal ein bisschen aufpassen, beziehungsweise sich dann eventuell Hilfe holen, wenn man da ein Problem hat. Sobald das eingerichtet ist, funktioniert Linux ohne Probleme und man hat nicht mehr so ein schwarz-weißes Fenster, sondern kann das ganz normal nutzen, wie jeden anderen Rechner auch. Bei der Einrichtung, aber bei der Administration kann es manchmal dazu kommen. Weiter geht es mit der Softwarekompatibilität und Gaming. Manche Software funktioniert nicht unter Linux, die ihr vielleicht so unter Windows tagtäglich nutzt. Ich habe dazu auch schon mal letztens ein sehr, sehr großes Video gemacht, wo ich dann auch Alternativen zu Linux genannt habe. Also ich meine Linux-Alternativen zu Windows-Programmen heißt es, Video oder sowas. Da geht man mehr darauf ein. Da muss man ein bisschen drauf achten, aber man kriegt in der Regel eigentlich alles zum Laufen, solange man jetzt nicht die Adobe-Reihe wirklich nutze Adobe Photoshop und so weiter, solange man da nicht beruflich von abhängig ist, dann ist meiner Ansicht nach schon Linux was für einen und man jetzt kein Gamer ist, der jetzt unbedingt ein Windows-Spiel braucht und vielleicht damit auch sein Geld verdient oder sowas, dann könnte Linux wahrscheinlich auch nicht das Richtige sein, aber ansonsten, wenn ihr, ich sag mal, alles ganz normal in Anführungszeichen macht, dann kommt ihr da eigentlich auch ziemlich gut bei Linux drum. Man muss sich eventuell ein bisschen umstellen, das steht tatsächlich mit an, aber ich sag mal, die allermeisten kriegen das super gut hin und wenn man dann doch mal ein Programm hat, was nicht unter Linux läuft, dann kann man trotzdem Windows in einer Box, nenne ich es jetzt einfach mal, auf dem Linux-Rechner in Echtzeit ein Windows laufen lassen, in so einem Fenster, wie wir sehen, und dann kann man da auch Software installieren, die eventuell nicht für den Linux-Rechner geeignet ist. Und funktioniert tatsächlich ziemlich zuverlässig, außer man braucht da jetzt eine große 3D-Performance, dann könnte es schwierig sein, aber so generelle CAD-Software oder sowas kenne ich auch einige, die das machen. So, ich muss ein bisschen Gas geben. Die Vielfalt und Zersplitterung der Linux-Communities ist vielleicht auch nochmal eine Sache. Ich habe euch mal eine Seite mitgebracht, distrowatch.com. Da gibt es eigentlich alle Informationen über fast alle, wie nennt man das, Distributionen, also Linux-Arten, sage ich mal, die es sozusagen gibt. Da haben wir rechts auch eine Platzierung hier einmal, was gerade die trendigsten Linux-Distributionen sind. So richtig viel sagt es meiner Ansicht nach nicht aus, aber so ungefähr ja, mit was beschäftigt sich die Linux-Community vielleicht aktuell gerade. Ne? Und da haben wir ja die Top 10
10, vielleicht die Top 20, die sind noch aussagekräftig. Das darunter wird schon langsam schwieriger, wobei beispielsweise Kubuntu, das finde ich jetzt hier relativ unten. Tuxedo OS haben wir hier auch unten, die wahrscheinlich auch in unserem Bereich, im deutschsprachigen Bereich, wahrscheinlich etwas weiter oben einzuordnen sind. Aber gut, da kriegt man halt eben die Info und ihr seht, wir haben jetzt hier nur 40 Distributionen gelistet auf der rechten Seite. 40 Distributionen reicht ja eigentlich auch absolut aus, aber wir haben nicht nur 40, wir haben, ich glaube, über 1000 aktuell. Ja, vielleicht ernst zu nehmen, vielleicht 100, aber das reicht ja auch schon. Bei Windows haben wir ein Windows, vielleicht auch mal in den unterschiedlichen Versionen mit Windows 10, Windows 11 und so weiter. Das war's. Bei Linux haben wir da doch noch mal ein bisschen mehr, ne? Wo man sich Gedanken machen muss, was man denn nutzen möchte. Wenn ihr das nicht wisst, kann ich auf jeden Fall einmal Mint empfehlen. Linux Mint haben wir hier. Persönlich nutze ich das auch immer noch sehr, sehr stark. Nicht komplett, aber noch sehr, sehr häufig. Und von daher würde ich das auch jedem empfehlen. So, ich muss richtig loslegen. Die Verbreitung von Linux ist natürlich auch eine Schwierigkeit. Weltweit haben wir eine Verbreitung aktuell von bei Net Market Share von 2,28%. Das ist jetzt natürlich nicht so unbedingt viel. Also wir sehen diese blaue Linie hier, die ist Linux. Das ist relativ nah an der Null. Das hat natürlich den Nachteil in gewisser Weise, wenn man Hilfe braucht, dass natürlich nicht jeder Bekannte sich damit auskennt. Das ist tatsächlich ein kleines Problemchen. Dafür gibt es aber lokale Linux-Gruppen, auch vielleicht in deiner Umgebung, wo man beispielsweise zu einem wöchentlichen oder monatlichen Stammtisch hin kann, auch mit seinem Gerät, und dann wird einem da geholfen. Oder es gibt auch beispielsweise Linux-Support-Stellen, wo man dann auch im Internet vielleicht auch mal nachsuchen kann, wo man dann auch relativ günstig Telefonsupport erhalten kann. Ja, jetzt vielleicht nochmal ganz, ganz schnell. Die Linux Roadmap. Wie starte ich jetzt mit Linux, wenn ich mir sage, okay, gut, ich bin mir den Nachteilen bewusst, wie komme ich am besten zu Linux? Und die Sache ist, würde ich einfach mal sagen, erstmal nichts überstürzen. Versucht jetzt nicht von 0 auf 100 mit Linux loszustarten, sondern schaut erstmal, dass ihr beispielsweise bei Windows auf Linux-kompatible Software steigt. Habe ich auch, wie gesagt, letztens ein Video zu gemacht, sehr erfolgreich auch gewesen. Dort zeige ich verschiedene Alternativen, die ihr direkt schon jetzt auf Windows ausprobieren könnt, um euch schon mal an diese Software zu gewöhnen, weil wenn ihr nur noch diese Software nutzt, dann ist der Wechsel von von Windows auf Linux viel, viel einfacher, weil ihr mit den Programmen schon mal vertraut seid und das Betriebssystem dahinter selber ist jetzt auch nicht viel, viel schwieriger. Da hat man vielleicht noch am Ende ein, zwei Sachen, wo man mit der Hardware nochmal schauen muss. Bei vielen Rechnern funktioniert das aber auch schon so problemlos, sag mal 80%, die werden da gar keine Probleme haben. Und dann kommt man da eigentlich gut in diese Linux-Welt rein. Genau, am besten, man macht das vielleicht am Anfang auf dem Testgerät, schaut sich das ein bisschen an oder nochmal in einer virtuellen Maschine. Das habe ich auch nochmal in dem Linux-Roadmap-Video ein bisschen weiter aufgegriffen. Habe ich nochmal ein ganzes Video oder eine Seite auch sogar schon zugemacht. Das kann ich auf jeden Fall mal empfehlen. Und dann nach und nach das Ganze produktiv in die Produktivsysteme umzustellen. Aber immer noch mit der Option, erstmal noch ein Windows, vielleicht das erste Jahr noch mit drauf zu haben, falls man dann doch noch mal etwas braucht oder so und gerade nicht unter Linux weiter weiß, ist es gar nicht so schlecht, noch mal ein Backup-System in der Tasche zu haben, notfalls. Ja, das empfehle ich auf jeden Fall und ich bin auf jeden Fall sowas von über der Zeit drüber. Von daher bedanke ich mich ganz, ganz herzlich für die Aufmerksamkeit und dann würde ich sagen, geht es auch wahrscheinlich gleich weiter mit dem Vortrag, wie wir Linux neben Windows installieren. Das wäre dann der Schritt 3 hier einmal auf der Linux Roadmap. Ich bedanke mich ganz herzlich und wünsche euch noch ganz, ganz viel Spaß hier auf den Tux-Tagen.